Willkommen zum zweiten inhaltlichen Kapitel der Lektion, in dem wir uns mit Aussagenlogik und Mengenalgebra zumindest so weit beschäftigen werden, wie es für das Verständnis üblicher Beweisverfahren nötig ist. Aussagenlogik und Mengenalgebra sagen uns dabei, wie man mit Aussagen und Aussageformen bzw. mit Mengen in einem bestimmten Sinn rechnen kann. Rechnen ist hier in einem übertragenen Sinne gemeint, man sagt auch etwas vornehmer, wie man mit Aussagen oder Mengen operieren kann. Das Operieren mit Mengen und Aussagen ist beim Beweisen wichtig, weil man beim Beweisen aus schon bekannten, als wahr akzeptierten Aussagen neue Aussagen als wahre Aussagen ableiten möchte. Und dafür muss man wissen, welche Schlüsse zulässig sind, und bei diesen Schlüssen kommen eben häufig solche Operationen vor. Und um die wird es dann auch im Folgenden gehen müssen. Die Operationen auf Aussagen und Aussageformen nennt man auch Junktoren. Ich beginne dabei mal mit den drei Junktoren, die indirekt jetzt schon öfter vorgekommen sind. Man kann eine Aussage A verneinen, das heißt vornehm Negation, und Schreibweise ist so ein Haken vor dem A. Man kann zwei Aussagen A und B mit einem UND verbinden, vornehm Konjunktion. Schreibweise ist der nach unten offene Haken zwischen den beiden Buchstaben. Schließlich, man kann zwei Aussagen A und B mit einem sogenannten nicht ausschließenden Oder verbinden. Vornehm Disjunktion, Schreibweise ist der nach oben offene Haken. Was da nicht ausschließend bei dem Oder meint, kommt sofort. Formal definiert man jedenfalls, was diese kombinierten bzw. negierten Aussagen ausmachen, durch sogenannte Wahrheitstafeln oder Wahrheitstabellen. Jede Aussage kann entweder wahr oder falsch sein. Hat man jetzt zwei Aussagen, A und B, ergeben sich vier Fälle. A ist wahr, A ist wahr, B ist falsch, A ist falsch, B ist wahr, A ist falsch, B ist falsch. Negation, also das Gegenteil von A, ist offenbar genau dann wahr, wenn A falsch ist und umgekehrt. Hier hätte auch eine Tabelle mit zwei Zeilen gereicht, sondern nur ein bisschen zu faul, jetzt extra zwei getrennte Tabellen zu machen. Wenn ich meine, dass die Aussage A und B richtig ist, dann ist das wohl nur dann der Fall, wenn beide einzelnen Aussagen richtig sind. In allen anderen Fällen ist die Aussage falsch. Die Aussage A oder B ist für die meisten von uns schon mal ganz eingängig dann richtig, wenn entweder A richtig und B falsch ist oder A falsch und B richtig. Etwa wenn Sie fragen, möchten Sie Tee oder Kaffee trinken, und dann antwortet jemand Tee, dann hat derjenige indirekt auch den Kaffee verneint. Das wäre das Ausschließen. Das logische Oder ist aber so ein nicht ausschließendes. Oder-Aussage ist auch dann noch richtig, wenn beide Teilaussagen richtig sind, also dieser Mensch so dreist wäre und dann Tee und Kaffee trinken würde, obwohl Sie nur nach Oder gefragt haben. Wieder an einem Alltagsbeispiel, wenn jemand Sie fragt, möchten Sie noch etwas essen oder trinken, dann meint er vielleicht wirklich, dass es auch okay ist, wenn Sie dann was essen und was trinken. Aber es wäre auch noch mit Ja beantwortet, wenn Sie nur etwas essen oder nur etwas trinken wollen. Und mathematisch macht das sehr oft Sinn zu sagen, okay, der Unfall soll da auch dazu gehören. Etwa sage, eine Zahl ist durch 2 oder 3 teilbar, dann ist es ganz gut, dass ich den Fall mit akzeptiere, dass die Zahl durch 6 teilbar ist, also durch 2 und 3. Das macht dann einiges einfacher. Ich hatte jetzt schon gesagt, dass Junktoren Operationen auf Aussagen bzw. Aussageformen darstellen. Wie bei der Addition von zwei Zahlen eine neue Zahl entsteht, so entsteht bei der Verbindung von zwei Aussagen mit so einem Junktor auch wieder eine neue Aussage. Und auch für Junktoren als Operationen gibt es dann Rechenregeln bzw. Rechengesetze und sogar einen ganzen Sack voll. Neben dem von Rechnen mit Zahlen ohnehin gewohnten Gesetzen wie Kommutativgesetz, Assoziativgesetz, Distributivgesetz tauchen hier auch einige Dinge auf, die man vielleicht ganz kurz mal erläutern sollte. Zum Beispiel haben wir da dieses Neutralitätsgesetz 6. Steht, wenn man das mal übersetzt, verbindet man eine Aussage A, von der man noch nicht weiß, ob sie wahr oder falsch ist, mit einer beliebigen wahren Aussage durch ein UND, so hat diese neue kombinierte Aussage denselben Wahrheitswert wie die Aussage A. Ist also die Aussage A wahr, dann ist auch die Gesamtaussage wahr. Ist die Aussage A falsch, ist auch die Gesamtaussage falsch. Und rechts steht,
Verbindet man so ein A mit unbekanntem Wahrheitswert mit einer beliebigen falschen Aussage durch ein logisches Oder, so hat diese Aussage ebenso wieder denselben Wahrheitswert wie die Aussage A. Bei Absorption und Komplementarität muss man das im Grunde genauso lesen. All diese Regeln kann man jetzt jeweils über Wahrheitstafeln auch beweisen. Macht das im Folgenden mal für die dritte Regel, das Distributivgesetz, an der virtuellen Tafel. Weil das ist auch einer der kompliziertesten Fälle, weil man da drei Aussagen hat, also sogar acht Unterfälle unterscheiden muss. Also das erste Distributivgesetz. Jetzt bauen wir relativ viele Zeilen in unserer Tabelle. Fangen wir mal an. Also hier sagen wir mal A und jetzt müssen wir, und hier sagen wir B. Mal sehen, dass ich das immer schön mache. Und dann sagen wir hier C. Jetzt gibt es mal den Fall, dass A wahr ist, dass B wahr ist, dass C wahr ist. Dann gibt es wieder den Fall, dass A wahr ist, dass B wahr ist, dass C ist falsch. Dann gibt es den Fall, dass A ist wahr, dass B ist falsch, dass C ist wahr. Dann gibt es den Fall, dass A ist wahr, dass B ist falsch, dass C ist falsch. Dann gibt es als nächstes den Fall, dass A ist falsch, dass B ist wahr, dass C ist wahr. Dann gibt es als nächstes den Fall, dass A ist falsch, dass B ist falsch, das B sollte ich nochmal wahr machen, so, das C ist falsch. So, jetzt gibt es den nächsten Fall, ist wieder das A falsch, jetzt wird das B falsch, jetzt ist wieder das C wahr, das hier ist falsch und das hier ist falsch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verschiedene Fälle haben wir da. So. Ganz hier rüber geht das. Jetzt brauchen wir da die Teilaussagen, die wir alle zeigen sollen. Wir sollen zum Beispiel zeigen A und B oder C. Also brauchen wir auf jeden Fall mal die Aussage B oder C. B oder C. Für B oder C, das ist immer dann wahr, wenn eins von diesen beiden mindestens wahr ist. Erste Zeile ist das schon mal wahr. Zweite Zeile ist das auch wahr. Dritte Zeile ist das auch wahr. Vierte Zeile sind B und C falsch, ist das falsch. Hier sind die beiden falsch. Nächste Zeile ist wieder, sind sogar beide wahr. Ist egal, ist das wahr. Hier ist auch wieder eins von beiden ist wahr. Hier ist auch wieder eins von beiden ist wahr. Und letzte Zeile sind wieder alle falsch. Da ist das falsch. So, jetzt können wir uns anschauen, A und B oder C. Ja, das ist ja die nächste Aussage. Die Und-Aussage ist wahr, wenn das A wahr ist und hier steht ein wahr. Müssen wir also schauen. Also hier sind die beiden wahr, ist das wahr. Hier sind die beiden wahr, ist das wahr. Hier sind die beiden wahr, ist das wahr. Hier sind die beiden nicht wahr, da ist eins von beiden falsch, ist das falsch. Hier ist es auch eins von beiden falsch, ist das falsch. So, jetzt brauchen wir eigentlich nicht weiter gucken. Hier vorne ist das A immer falsch. Da unten passiert nichts mehr. Da ist das immer falsch. So, wir suchen jetzt, damit das hier hinten stimmt, müsste das also sein, dass für diese Gesamtaussage das auch so ist. Erste drei sind wahr und ab dann immer falsch. Schauen wir mal. Müssen wir wieder die Teilaussagen hinschauen. Also erste Teilaussage ist A und B. A und B. Ist wieder nur wahr, wenn beides wahr ist. Hier ist beides wahr, ist das wahr. Hier ist beides wahr, ist das wahr. Hier ist eins von beiden falsch, ist das falsch. Hier ist eins von beiden falsch, ist das falsch. Hier ist eins von beiden falsch, ist das falsch. Jetzt unten ist immer das A falsch. Da können wir immer ein F hinschreiben. Nächste Teilaussage, A und C. A und C. Aufpassen. A und C ist hier wahr. Da ist es falsch. Hier ist es wahr. Hier ist es falsch. Und jetzt ist wieder immer A falsch. Das heißt, da können wir auch überall ein falsch hinschreiben. So, und jetzt kommt die letzte Aussage, die kombinierte A und B oder A und C. So, jetzt müssen wir gucken, die beiden und die dann mit einem Oder verknüpft, das heißt, mindestens eine davon muss wahr sein. Hier ist das wahr,
Da ist auch eine von beiden wahr, ist das wahr. Hier ist auch eine von beiden wahr, ist das wahr. Und darunter sind lauter F'se, 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 F'se. So, und jetzt, wenn wir mal scharf hinschauen, hier ist es wahr, hier ist das wahr und hier ist das falsch und hier ist das falsch und das sind auch genau die zwei, wo wir zeigen wollten, die sind gleich. Gleichheit und oder Äquivalenz bedeutet eben, dass die Wahrheitstafeln genau gleich sind und das ist hier der Fall für A und in Klammern B oder C, beziehungsweise für in Klammern A und B oder A und C, machen wir da auch noch die Klammer. Ein weiteres Beispiel, etwas einfacher zum Mitmachen, folgt dann im Übungsabschnitt dieses Teils der Lektion. Operationen von Aussagen haben nun auch Entsprechungen im Bereich der Mengenlehre. Als Komplement einer Menge A bezüglich der Grundmenge G bezeichnet man die Menge G ohne die Menge A. Das sind gerade alle Elemente von G, die nicht in A enthalten sind. Dem entspricht auf der Seite der Aussagenlogik die Negation. Ich suche die Elemente, für die die Aussageform, das Element X ist in MA enthalten, eine falsche Aussage ist. Der Konjunktion von Aussagen, also dem UND, entspricht die Bildung eines Durchschnitts von zwei Mengen. Ich suche genau jene Elemente, für die die Aussageform X ist Element von MA und die Aussageform X ist Element von MB eine wahre Aussage ergibt. Disjunktion von Aussagen, also das logische Oder, entspricht bei den Mengen der Vereinigungsmenge. Für die Menge der Vereinigungsmenge ist jedenfalls richtig, dass x ein Element von MA oder x ein Element von MB ist. Und auch nicht ausgeschlossen, dass es ein Element von beiden ist, so in der Schnittmenge liegt. Auch zur Vereinigungsmenge und zum Durchschnitt je ein Beispiel. Der Grenzfall einer Hyperbel, also alle Punkte xy mit x² minus y² ist gleich 0, ist genauso ein Kreuz, das aus den beiden Winkelhalbierenden der Quadranten, also den Geraden y ist gleich x und y ist gleich minus x besteht. Man kann die eine Menge daher als Vereinigungsmenge der beiden anderen schreiben. Wobei es da auch nicht stört, dass der Punkt 0, 0 in beiden von diesen vereinigten Mengen herinnen ist. Zweites Beispiel, beim Lösen eines linearen Gleichungssystems machen Sie nichts anderes, als den Durchschnitt der Lösungsmenge der beiden einzelnen Gleichungen zu ermitteln. Auf dieser Folie habe ich für Sie noch einmal die Zusammenhänge von Aussageformen, Junktoren, Mengen und Mengenoperationen zusammengestellt. Liegt jetzt nahe anzunehmen, dass für diese Mengenoperationen auch genau dieselben Rechengesetze gelten wie für die Junktoren, also diejenigen, die ich in Satz 2.2 zusammengestellt habe. Dafür gehe ich noch mal kurz an die virtuelle Tafel. Also, das für die Operationen von Mengen, die wir definiert haben, also geschnitten, vereinigt und Komplement beziehungsweise G ohne M, kann man da auch schreiben, wenn G die Grundmenge ist. Dasselbe gilt an Rechengesetzen wie für diese Aussagenlogik. Dass das stimmt, das ist eigentlich klar, weil Sie immer denken können, wenn hier die Aussage A steht, ist das die Aussage X ist Element von A. Da steht also X ist Element von A und X ist Element von B, ist dasselbe wie X ist Element von B und X ist Element von A. Und dem würde jetzt in der Mengenschreibweise einfach entsprechen, dass wir da hinschreiben, A geschnitten B ist gleich B geschnitten A. Und so weiter und so fort. Das klappt hier immer, das klappt hier immer, klappt hier immer. Und jetzt bei sechstens wird es ein bisschen schwierig. Bei sechstens müssen wir hinschauen. Bei sechstens steht ja die Aussage, x ist Element A, okay, aber dann steht und eine wahre Aussage. Was ist denn eine Aussage, die immer wahr ist? Na, eine Aussage, die immer wahr ist, ist die Aussage, x ist Element der Grundmenge. Also steht da eigentlich die Aussage, x ist Element der Grundmenge und x ist Element A ist dasselbe wie x ist Element A.
Und wenn ich das jetzt wieder übertrage in die Mengenschreibweise, dann steht da im Grunde genommen nichts anderes als A geschnitten mit der Grundmenge ergibt wieder A. Ja, weil da geht nichts kaputt, weil alle Elemente, die in A drin sind, sind sowieso in der Grundmenge auch drin. Und so ähnlich ist das auch hier bei der falschen Aussage. Da steht ja, X ist Element A und dann eine Aussage, die sicher falsch ist, soll mit oder verknüpft werden. Dann nehmen wir X ist Element A oder X ist Element der leeren Menge. Die leere Menge hat aber gar keine Elemente und deswegen ist das dann eh wieder dasselbe wie X ist Element A. Da kommt also nichts zusätzlich dazu. Also kann man sagen, A vereinigt mit der leeren Menge ist dasselbe wie A. Ja, und jetzt hier für Absorption und Komplementarität funktioniert das wieder genauso oder für die doppelte Negation, da sind das alles Aussagen, wo immer wenn hier ein W steht, ist das eine Aussage über die ganze Grundmenge und wenn da ein F steht, ist das eine Aussage über die leere Menge. Also nicht die leere Menge ist gleich die Grundmenge, nicht die Grundmenge ist gleich die leere Menge und so weiter und so fort. Wir kommen zu den Implikationen. So nennt man vornehm diese Wenn-Dann-Aussagen, also zum Beispiel, wenn x durch 4 teilbar ist, dann ist x auch durch 2 teilbar. Streng genommen müsste man da sagen, für alle natürlichen Zahlen x gilt, wenn x durch 4 teilbar ist, dann ist x auch durch 2 teilbar. Die Idee ist jetzt, auch diese Wenn-A-Dann-B-Aussagen als zusammengesetzte Aussagen aus A und B zu betrachten, also den Folgefall dazwischen als neuen Junktor herzunehmen, den wir durch eine Wahrheitstafel bestimmen. Frage ist jetzt, was gehört in die Zeilen der Tafel? Wir machen das jetzt immer parallel mit am Beispiel. Wenn A und B wahr sind, ist offenbar auch die Wenn-Dann-Aussage wahr. In unserem Beispiel, wir haben eine Zahl A ausgewählt, die durch 4 teilbar ist, Aussage A, die sollte dann also auch durch 2 teilbar sein, Aussage B. Also setzen wir das auf wahr. Wenn A wahr und B falsch ist, würde die Wenn-Dann-Aussage falsch sein. Wenn unsere Aussage allgemeingültig sein soll, dürfen wir ja offenbar keine Zahl finden, die zwar durch 4 teilbar ist, Aussage A, aber nicht durch 2 teilbar wäre, Aussage B. Also setzen wir das hier auf falsch. Jetzt kommt der etwas schwer verdauliche Teil. Wenn A falsch ist, dann ist es eigentlich egal, was mit B passiert. Die Wenn-Dann-Aussage ist dann trotzdem noch richtig. Also schreiben wir da gleich ein W rein. Im Beispiel wird deutlich, warum das passt. Wenn Sie irgendeine Zahl auswählen, die gar nicht durch 4 teilbar ist, also Aussage A falsch ist, dann ist das völlig egal, ob diese durch 2 teilbar ist, also ob Aussage B gilt. Sie werden Zahlen finden, die sind nicht durch 4 teilbar, die sind aber durch 2 teilbar, zum Beispiel 2 und 6. Sie finden aber auch welche, die sind nicht durch 4 teilbar, die sind aber auch nicht durch 2 teilbar, zum Beispiel die 3 und die 5. Beides muss zugelassen werden, damit die Aussage A folgt B, wenn eine Zahl durch 4 teilbar ist, dann ist sie auch durch 2 teilbar ist, richtig ist. Wir müssen also tatsächlich in beide Zeilen jetzt für A folgt B ein W herein notieren. Mit Hilfe dieser Wahrheitstafel können wir jetzt die Beweisverfahren begründen. Beim direkten Beweis stellen wir sicher, dass wir uns in der ersten Zeile bewegen. Mit wahren Schlüssen wird gezeigt, dass man für alle x von a von x ist wahr nach b von x ist gleich wahr gelangen kann. Die Widerlegung einer falschen Implikation bewegt sich in der zweiten Zeile. Dass die Aussageform, wenn a von x wahr ist, dann ist auch b von x wahr, nicht allgemeingültig ist, bedeutet, wir finden wenigstens einen Versager x, für den die Aussage b von x falsch ist, und gleichzeitig die Aussage a von x wahr. Für die indirekten Beweise durch Kontraposition oder durch Widerspruch schauen wir uns die Wahrheitstafeln der entsprechenden Aussagen an. So, die habe ich hier jetzt schon fertig vorausgefüllt. Vorletzte Spalte, nicht a oder b, gehört zum Beweis durch Widerspruch. Die letzte Spalte, nicht b, daraus folgt nicht a, gehört zur Kontraposition. Da aber die letzten drei Spalten in allen vier Zeilen identische Wahrheitswerte aufweisen,
sind alle drei Aussagen logisch gleichwertig. Man darf daher, wenn man eigentlich für alle x zeigen will, aus A folgt B, stattdessen die Kontraposition beweisen, für alle x folgt aus nicht B, nicht A. Oder aber man beweist die Aussage, für alle x gilt nicht A oder B. Oder man zeigt, dass es kein einziges x geben kann, für das A gilt und gleichzeitig gilt nicht B. Damit sind dann alle Beweisverfahren, die wir in der Motivation drin hatten, formal abgesichert. Zu einigen sprachlichen Varietäten im Deutschen. Für wenn A, dann B Aussagen gibt es eine Reihe von synonymen sprachlichen Ausdrücken, die Sie hier auf der Folie finden. Etwa aus A folgt B oder aber A ist hinreichend für B oder auch B ist notwendig für A. Auf dieser Folie finden Sie einige Beispiele für Implikationen. Ich will mal nur das erste näher erläutern. Da steht, wenn M1 eine echte Teilmenge von M2 ist, dann hat M1 auch eine geringere Kardinalität, also eine kleinere Anzahl von Elementen. In dieser Richtung stimmt das offenkundig. Die Umkehrung gilt aber nicht. Wenn M1 weniger Elemente als M2 hat, muss M1 noch lange keine Teilmenge von M2 sein. Könnte ja als M1 zum Beispiel die Zahlenmenge mit den Elementen 1 und 2 hernehmen und als Menge M2 nehme ich dann die Zahlenmenge mit den Elementen 3, 4 und 5 her. Da hätte M2 zwar auch mehr Elemente als M1, M1 wäre aber keine Teilmenge von M2. Da kommt es halt manchmal zu Verwechslungen, denn was immer gilt, wenn eine Implikation richtig ist, gilt auch ihre Kontraposition. Wenn also M2 weniger oder gleich viele Elemente wie M1 hat, dann ist M1 sicher keine echte Teilmenge von M2. Es ist ganz wichtig, die Umkehrung und die Kontraposition sauber voneinander zu unterscheiden. Denn Implikationen, für die auch ihre Umkehrung richtig sind, sind nochmal eine Nummer für sich. Das sind die sogenannten Äquivalenzaussagen. Dass die Aussage A zur Aussage B äquivalent ist, bedeutet anders gesagt, nämlich, dass sowohl die wenn A dann B Aussage richtig ist, als auch die wenn B dann A Aussage. Je nach Aussage kann es dabei sogar nötig sein, dass man beide Richtungen auch wirklich getrennt beweisen muss. Auch hier haben sich wieder verschiedene Sprechweisen eingebürgert. Neben dem direkten, also A ist äquivalent zu B, gibt es auch A genau dann, wenn B oder A dann und nur dann, wenn B oder A ist notwendig und hinreichend für B. Und weil ja A und B äquivalent sind, können Sie jetzt sogar überall noch den Buchstaben A und B austauschen, also zum Beispiel sagen, B genau dann, wenn A. Hier erneut ein paar Beispiele für solche Äquivalenzen. Und bitte merken Sie sich, dass eine Aussage und ihre Umkehrung gleichzeitig wahr sind, ist ein Spezialfall der Implikation, der als solcher auch extra zu beweisen ist. Kontraposition einer wenn A, dann B Aussage, also wenn nicht B, dann nicht A, die ist logisch gleichwertig zur Ursprungsaussage. Die sind also immer entweder beide wahr oder beide falsch. Umkehrung einer Aussage ist aber logisch unabhängig von der ursprünglichen Implikation. Es können beide wahr sein, es können beide falsch sein oder es ist nur eine von beiden wahr, die andere ist falsch. Alle Fälle sind möglich. Auf der Folie finden Sie auch einige Beispiele dazu aus dem Bereich der Algebra. Und für die visuellen Typen nochmal als Bild, die jeweils eingekringelten Aussagen sind hier logisch gleichwertig. Also Kontrapositionen voneinander. Aber was rechts und links von diesem Doppelpfeil steht, das sind Umkehrungen, die sind logisch unabhängig und deswegen auch für sich einzeln zu beweisen. Zum Abschluss dieser Lektion sei dann noch auf den Zusammenhang zwischen Teilmengenrelation und Implikation bzw. Äquivalenz hingewiesen. Dass die Menge A eine Teilmenge der Menge B ist, bedeutet, dass für jedes Element der Grundmenge die Implikation, wenn x Element von A ist, dann ist x auch Element von B, wahr ist. Man schreibt das mit diesem Haken und dem Strich darunter,
weil es da auch den Fall der Gleichheit gibt, der mit drin ist. Nach dieser Definition ist nämlich insbesondere auch B eine Teilmenge von B. Außerdem nennt man B die Obermenge von A, wenn A eine Teilmenge von B ist. Die Gleichheit zweier Mengen kann man dann mit der Äquivalenz definieren. Wenn für jedes Element der Grundmenge gilt, dass x genau dann ein Element von A ist, wenn es auch ein Element von B ist, dann sind beide Mengen gleich. Praktisch zeigt man das oft durch gegenseitige Inklusion, also dadurch, dass man beide Implikationen getrennt zahlt. Also erst nachweist, dass A eine Teilmenge von B ist und außerdem weist man danach nach, dass B eine Teilmenge von A ist. Es verbleibt noch, den Begriff der echten Teilmenge festzulegen. Das kann man so machen, dass man sagt, A ist eine echte Teilmenge von B, wenn A eine Teilmenge von B ist, aber A nicht gleich B ist. Dann schreibt man das auch mit diesem Haken ohne einen Strich darunter. Kehren wir nochmal kurz an die virtuelle Tafel zurück, um zu klären, wie das für eine echte Teilmenge auf Elementebene eigentlich ausschaut. Was bedeutet die echte Teilmenge auf Basis der Elementebene? Ich muss diese beiden Dinge hier auf die Elementebene führen. A ist eine Teilmenge von B bedeutet, x ist Element A, daraus folgt, x ist Element B und zwar gilt das für alle x in der Grundmenge. Zweiter Teil der Aussage, nicht A ist gleich B. A ist gleich B ist mal das erste. A ist gleich B bedeutet x Element A genau dann, wenn x Element B und zwar auch wieder für alle x Element G. Und diese Aussage, die kann man noch wieder aufteilen. Das ist ja eigentlich, ist das eine zweiteilige Aussage, nämlich das ist eigentlich die Aussage für alle x Element G gilt. X ist Element A, daraus folgt. X ist Element B. Und das ist andererseits auch noch die Aussage für alle x Element G gilt. X ist Element von B, genau dann, wenn X ist Element von A. Diese Aussage muss ich aber jetzt verneinen. Also hier steht eigentlich das hier und das. Wenn ich das verneine, die morgensche Regel, wird daraus ein Oder. Und ich muss jetzt die Einzelaussagen verneinen. Also die verneinte Aussage heißt, es gibt ein X-Element von G, für das gilt, x ist Element von A und x ist nicht Element von B. Das ist ja hier das Gegenteil dieser Aussage. X ist Element A, daraus folgt x ist Element B. Hier ist jetzt die Behauptung, x ist Element A und das und sollte ich richtig ummalen. Es gibt aber auch ein x, was nicht in b enthalten ist. Das kann aber nicht sein, weil das hier verlangen wir ja auch. Also dieser Teil fällt aus. Das ist sicher unerfüllbar. Jetzt schauen wir den unteren Teil an. Es gibt ein x-Element g, für das gilt. X ist Element von b und x ist nicht Element von a. Der Teil ist erfüllbar. Jetzt schauen wir uns insgesamt an, was die Aussage da auf Elementebene bedeutet, nämlich für alle x der Grundmenge gilt, x ist Element von A, daraus folgt stets, x ist Element von B, aber, könnte man jetzt sagen, es gibt Elemente x in der Grundmenge, für die gilt, x ist Element von B und x ist nicht Element von A. Und das ist auch genau das, was Sie meinen, wenn Sie sagen, das ist eine echte Teilmenge. Ich mache mal das Venn-Diagramm hin. Eine echte Teilmenge bedeutet doch, hier außen liegt das B, hier innen drin liegt das A. Das heißt, jedes X, was hier in dem A drin ist, ist automatisch auch in dem B drin. Ja, wenn Sie hier drin sind, sind Sie automatisch auch in dem Großen drin. Aber wenn es eine echte Teilmenge ist, da gibt es eben hier außen auch noch X, die zwar in B drin sind, aber die gerade nicht in A drin sind.
Und durch das formale Negieren der Quantoren sind wir auch genau zu dieser Aussage gekommen. Das ist also als Definition komplett richtig. Damit sind wir am Ende dieses Kapitels angelangt. Das war jetzt zugegebenermaßen so ein ziemlicher Information-Dump. Vielleicht machen Sie erstmal eine kleine Pause. Und dann prüfen Sie mit der Schnitzeljagd, ob Sie auch irgendwo weggeschlummert sind. Beziehungsweise Sie probieren die Übungsaufgaben zu dieser Lektion aus, um Ihr Verständnis zu prüfen.